Hi und willkommen zurück auf Folge Let's Play The Evil Within mit euren YouTube. Oh. Yakuya. Ja, was? Hier ist. Wieder so ein schöner Tag. Ah, ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal bewölkt oder zu kalt war. Es fühlt sich immer richtig an. Wieder so ein schöner Tag. Ich muss ja sagen, wir haben keinerlei Schlüssel gefunden hier, ne? Bisher wieder. Bevor wir Leiter benutzen, würde ich sagen, geh mal hier in den Spiegel mal wieder. Ha? War diese Tür schon immer da? Wollte ich gerade sagen, die ist neu. Oh. Was zum Teufel ist das? Eine Chance, Ihre Fertigkeiten zu testen. Versuchen Sie Ihr Glück, Detective. Das ist ja verrückt. Verrückt wäre es, darauf zu verzichten. Zielen Sie sorgfältig und zeigen Sie, was Sie können. Munition spielt hier keine Rolle. Coole Sache. Okay, was war's? Verdammt, ja! Okay, was war das zur Hölle? Schwierigkeitsgrad Training, leicht, normal. Schwer, sehr schwer. Interessant. Ich finde es schwer gut. Okay, schwer ist schwer. Was für ein Clown. Das war aber ein wenig zu hoch, Detective. Ein Detective zielt nie zu hoch, ebenso wenig zu niedrig. Ich gönn mir die ganzen Sachen. Jetzt machen wir nochmal normal. Okay, das ist cool. Eine ganz andere Option des Spiels irgendwie gerade. Den hatten wir noch nicht.
Das war aber ein wenig zu hoch, Detective. Ein Detective zielt nie zu hoch, ebenso wenig zu niedrig. Jetzt guck es nochmal extrem schwierig an. Sehr schwer. Oh shit, Alter. Bewegt euch mal bitte nicht so viel. Wo war die Ratte? Da! The fuck? Okay, da hab ich verkackt. Das war ein bisschen zu hoch, Detective. Nichts verlernt. Oh, ich habe getroffen. Okay, wir haben ein bisschen Gel. Das ist ganz cool. Können wir mit dir reden? Nee. Okay, kann ich wie gesagt schießen üben anscheinend. Oh, was hast du denn da Schönes für mich? Danke, Kätzchen. Haben wir eigentlich hier so ein neues Dia-Ding gefunden? Das würde mich mal interessieren. Ja. Hey, Kidman. Was kann ich für dich tun, Sebastian? Beacon. Mein Leben geriet schon vor diesem Albtraum außer Kontrolle. Aber in Ruviks Kopf zu stecken, das hat mich verändert. Sie sagten, ich hätte mir alles nur eingebildet. Aber ich hätte mir das alles nicht erträumen können. Du brauchst mich nicht zu erinnern. Ich war auch da. Ja. Deine Leute bei Mobius hatten keine Skrupel, dich in Gefahr zu bringen, oder? Vielleicht. Aber wäre ich nicht da gewesen, wären wir wohl nicht rausgekommen. Manchmal frage ich mich, ob ich wirklich rausgekommen bin. Und jetzt bin ich in einem anderen Stem. Und ich bin immer noch da. Wir kommen hier lebend raus. So wie das letzte Mal. Ich hoffe, dass du recht behältst. Hoffe ich auch. Oh, Mäuschen, wo findest du das alles? Vor allem, wir haben so viel Gel, können wir erstmal hier Fett ausrüsten. Wir können bestimmt viel herstellen. Oh, wir haben 40. Ja, können wir auch nicht was herstellen. Auch Bolzen, mir scheißegal. Schocker, oh, Alter. Machen wir alle drei voll. So, 15 Schuss drauf auf hier. Aber komm, können wir voll machen. So. 29. Den Rest würde ich warten. Ah nee, warte, wir haben Waffenteil. Wir können welche noch Waffe verbessern. So. Wir erhöhen die Feuerkraft dieser Waffe. Dann auf zur Schrotflinte. Wie können wir hier dienen? Wie kostet? 240. Wir können hier. Okay, interessant. Magazingröße. Nachladezeit können wir erhöhen auf Feuerrate. So. Jetzt rüsten wir uns hier noch ein bisschen aus. Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detective. Dieser Ort ist krank.
Es steht nicht gut um ihn. Die Infektion hat sich ausgebreitet in die Muskeln und Knochen. Nur die Venen bleiben und verbinden die versagenden Extremitäten. Doch auch sie sind nicht immun. Es scheint jedoch, dass sie diesen Ort gar nicht heilen wollen. Sie wollen nur das Heilmittel, nichts weiter. So sei es. Ich werde ihnen helfen, was auch immer sie vorhaben. Ja. Habe ich eigentlich einen Schlüssel? Nein, ne? Doch, ich habe einen. Wir öffnen den da. So, was haben wir hier? Kampf. Noch. Das kostet 7.000. Automatische Spritze, wenn ich tödliche Schaden. Ah, gut. Kann ich ja Tode echt aus dem Weg gehen. So, wir sind ja wieder voll ausgerüstet, voll ausgestattet hier. Mietchen? Alles gut bei dir? Ja, ne? Ich würde sagen, gehen wir mal zurück. Ups. Zurück, habe ich gesagt. Ah! Ich wackel kaum noch mit Dings. War anfangs viel schlimmer. Neue Stadt. Erstmal bei Tapkuchen. Das Rathaus. Ich muss den Kerl stoppen und Lilly retten. Kapitel 5 auf der Lauer. Ob ich bereit bin oder nicht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wieder so ein schöner Tag. Wieder so ein schöner Tag. Ah, ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal bewölkt oder zu kalt war. Es fühlt sich immer richtig an. Ich habe wirklich Glück, dass ich in Union lebe. Bin nie woanders gewesen. Will ich auch nicht. Ich will hier sterben. Ah, riechen Sie das? Wie im Frühling. Die Blumen, die hier gepflanzt wurden, sind wirklich wunderschön, oder? Ja. Was bist du eigentlich für ein Ding? Gibt's hier noch irgendwas zu finden?
Nee, zu finden gibt's nichts mehr, ne? Zu looten. Naja, gut. Gehen wir mal hier weiter. Wartet auf mich, meine Güte. So viele Tote. Oh, ich weiß, was das ist für ein Ding. Oh nein, nein! Nicht das Ding! Scheiße! Oh nee! Hallo, du Drecksvieh! Mehr. Muss hierher kommen. Junge Dame! Oh! Bin ich froh, wenn du tot bist! Bleib liegen. Ja. Ich hoffe auch, dass du liegen bleibst.
Alter Falter. Wir haben das Vieh gekillt. Das lief aber viel besser als gedacht. Jetzt gucken wir uns hier vernünftig um, weil wir noch irgendwas looten können. Ich hoffe jetzt nur, dass dieses gruselige Vieh, was wir mal sehen, was wirklich gruselig ist. Ach, hier auch nochmal die Zeiten halten können. Guckt euch das an hier. Das hätten wir auch benutzen können. Na, aber so gut sind, haben wir die ganzen Tricks hier nicht gebraucht. Also man muss sagen, die kam hier richtig gut durch. Echt jetzt, wirklich ziemlich gut. Ich glaube, wir haben hier alles gesammelt, ne? Hallo? Wer ist da? Alles okay. Harrison, richtig? Ich bin keiner von denen. Ach, ja. Wer sind Sie? Keine Sorge. O'Neill schickt mich. Ich dachte, ich wäre der Letzte. Ich suche nach dem Kern. Wo ist er? Ist er hier? Erster Stock. Der Stabilisierungsemitter. Emitter? Vergessen Sie's. Ich will den Kern finden. Sie müssen den Emitter einschalten. Er stabilisiert die Umgebung. Ohne ihn bricht die Union komplett zusammen. Dann ist der Kern auch egal. Schalten Sie ihn ein. Das schwächt ihn. Schwächt? Sie meinen... Nehmen Sie das. Schalten Sie damit den Emitter ein. Okay, wir können ihn schwächen damit. Noch ein totes Teammitglied. Hätte ich doch nur mehr erfahren können. Keine Sorge, Lily. Ich finde dich trotzdem. Es kann ja was werden. Wir sind sogar mit der Gesundheit voll, ey. Fotograf. Betrefft Statusbericht. Erweiterungsarbeiten unterbrochen. Erhalten der Ursprung der Karte der obersten Priorität neben der Zersplittung der Landmasse und dem Verlust der Atmosphärekontrolle wurde auch
die Tagessimulation in Mitleidenschaft gezogen. Es wurde bereits Gegenmaßnahmen zum Beheben des Systemfehlers eingeleitet. Doch es geben Berichte zuvor nicht kategorische Probleme ein. Einwohner erleiden Gedächtnisüberschreibungen. Ja. Darüber hinaus gibt es echt unerklärliche körperliche Dysmorphie. Keine Ahnung. Kann mir egal sein. Kann ich nicht lesen, muss ich auch nicht. Keine Daten verfügbar, alles klar. Speichern können wir trotzdem hier. Wir haben hier noch eine Werkbank. Aber bis zum nächsten Mal, wa? Wir können hier runter. Guck ich noch, was wir hier so haben. Ja, da macht er wieder seine Kunstsachen. Einfach mal da weitergehen. Nutz mal die Treppe. Was haben wir hier unten? Ach so. Nur so eine verschlossene Tür. Okay, dann gehen wir weiter. Ich wette, wir werden dieses lachende Vieh nochmal sehen. Auf jeden Fall, wir werden dann Spaß auf jeden Fall noch haben. Das ist seine Vorgehensweise. Er ist hier. Ja, er macht hier seine geilen Kunstwerke. Aber das ist irgendwo Kunst, denn es ist so einzigartig. Bei mir würden hier überall Anime-Bilder hängen. Aber hier ist nichts, was mich töten will. Das verwirrt mich. Und da draußen dieses lachende Vieh mit dieser Kreissäge auf mich hetzen. Und hier ist jetzt nichts weiter. Aber dieses gruselige, singende Vieh wird auch nochmal auf uns zukommen. Davor habe ich keinen Bock. Also ich glaube, ich kann Bock, weil das Vieh ist echt gruselig. Das ist halt so, wie ich, wenn ich einen Horrorfilm machen würde, so eine Horrorfigur auch, ja, quasi gestalten würde. Ach, wir müssen da durch. Was soll das denn?
Er versucht Bilder auch nachzustellen. Obwohl diese Blumen wunderschön sind, ist irgendwas seltsam an ihnen. Du hast das Gefühl, es soll besonders wichtig sein. Könnten, sollten, keine Ahnung, Rosen erhalten. Okay. Okay. Achso, ja, stimmt, ich weiß schon, okay. Müssen wir einmal drehen. Wir müssen das Bild nachstellen. So. Was ist das? Die Kamera ist ganz schön alt. Muss was bedeuten. Fokus. Jetzt kann man hier rein, wa? Natürlich. Das habe ich sofort verstanden. Okay. Haben wir hier. Oh, wer ist zum Lesen? Artikel aus der Crimson Post. Weitere enthauptete Leichen gefunden. Laut KCPD wurde heute Morgen die Leiche einer Frau im Crimson City Park gefunden. Das Opfer wurde als Emily Lewis identifiziert. Eine aufstrebende junge Schauspielerin, die auch als Model arbeitete. Ihr Kopf wurde noch nicht gefunden, doch nach Untersuchungen der persönlichen Gegenstände am Fundort war eine zweifelfreie Identifizierung möglich. Es handelte sich hierbei um den neuesten einer Reihe bisherigen ausgelöster Mordfälle ähnlicher Art. Leutnant James Van Krick von der Mordkommission der KCPD gab eine Pressekonferenz auf unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigte. Das Crimson City, das Jagdrevier einer Serienmörders ist. Emmelings Freund und Fotograf Stefano Valentini, das ist der Fotograf wahrscheinlich, der unsere Tochter hat. Stefano, du heißt so! War von der Nachricht tief betroffen. Es ist schrecklich, was meinem begnadeten Model zugestoßen ist. Nächstens konnte ich noch ihre Seele für immer festhalten, bevor sie zerstört wurde. Stefano? Ich erinnere mich. Immer noch ungeklärt. Die Kunstwürdigen? Na schön. Wenn es mich weiterbringt, spiele ich deine Spielchen. Ah. Wer denkt sich denn sowas aus? Sieht schon creepy aus, ja. Der Falter. Das ist echt Kunst. Soll das meine Tochter darstellen oder was? Lily, der Kerl spielt mit mir.
Herein. So, meine Damen und Herren, wir sehen ja vor einer Tür. Ich drehe mich um und wir sehen die Tür noch nicht. Das ist perfekt. Natürlich. Immerhin ist es mein Werk. Tod. Festgehalten auf Silbernitrat. Wie eine Fliege in Bernstein. Wunderschön. Alles hält hier. Aha. Das Stück Kraut nehmen wir noch mit. Nochmal ein neues Bild. Kann man hier auch hinten gucken? Nee. Im Foyer des Rathauses noch so ein eingefrorenes Ausstellstück. Armer Kerl. Wenn er nicht schon tot war, bevor er von dort runtergefallen wurde, wird er spätestens dann sein, wenn er irgendwann aufschlägt. Ja. Noch eins. Aber was hat er vor? Okay. Hallo? Ich gehe kurz seine Bilder begutachten. Die müssen wir hier einfach hinabknallen. Ah, schon ist das Bild da. Schön. Sehr verwirrend das alles. Alter, warte mal kurz. Ich glaube, wir haben hier genug gelangt inzwischen, dass wir hier mal sagen, wir machen einen Cut. Wir haben 40 Minuten. Danke fürs Zuschauen. Ha, ganz böser Cliffhanger. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, ihr drei, euer Jutschi Jakob. Okay, bis dann und ciao.